Der kleine Zettel an der Haustür verrät zunächst wenig, was auf den Wohnungseigentümer bei der Feuerstättenschau zukommt. Also heißt es warten, bis der Kaminkehrer am folgenden Tag erscheint. Diese sogenannte Feuerstättenschau ist im Prinzip eine Begutachtung aller Feuerungsanlagen in einem Haus. In diesem speziellen Fall ein Schwedenofen. Der bezirksbevollmächtigte Kaminkehrer nimmt dabei die dazugehörenden Abgasanlagen, Ofenrohre, Schornsteine oder auch Zugluftleitungen ganz genau in Augenschein. Also seit über 40 Jahren werden Öl- und Gasheizungen gemessen. Die prüft der Kaminkehrer regelmäßig. Und bei den Holzfeuerstätten, da sind ganz wenige Heizungen bis jetzt gemessen worden. Und da ist noch ein großer Nachholbedarf. Und deswegen gibt es diese strengen Abgasvorschriften jetzt für alle Holzöfen. Wenn mit dem Ofen alles in Ordnung ist, gibt es vom Kaminkehrer den sogenannten Feuerstättenbescheid. Dieses Zertifikat belegt, dass die Emissionsgrenzen für Feinstaub und Kohlenmonoxid eingehalten werden. Sollte das nicht der Fall sein, muss nachgebessert werden. Also nachrüsten heißt, dass man entweder einen Feinstaubfilter nachrüstet oder irgendwann den Ofen austauscht. Und wann die Frist fällig ist, das hängt vom Alter vom Ofen ab. Also je älter der Ofen ist, desto früher muss er raus bzw. nachgerüstet werden. Das Nachrüsten könnte allerdings momentan noch problematisch sein. Also Filter sind bis jetzt noch Mangelware. Es gibt bis jetzt noch nicht viele Hersteller, die das herstellen können. Und wie gesagt, jeder hat lange Übungsfristen und ich würde mir jetzt noch Zeit lassen und nicht vorschnell einen neuen Ofen kaufen, wenn man noch einige Jahre Frist hat. Denn Stichtag ist der 31.12.2024. Damit haben die meisten Eigentümer von Holzöfen noch genügend Zeit, sich zu überlegen, ob sie nachrüsten oder austauschen. Egal für welche Variante sie sich entscheiden, es kann auf alle Fälle teuer werden. Insbesondere bei Missachtung der Vorschriften. Bis jetzt ist das rechtlich noch gar nicht geregelt, weil das kommt ja jetzt erst, da sind wir ja, ist ein Neuland. Und das kommt erst in Zukunft dann. Also wie die Behörde dann verfährt damit, das kann ich jetzt noch im Detail noch nicht sagen, aber das wird noch weitergeleitet und Landratsamt. Um das warme Knistern des Feuers, Inbegriff von heimischer Gemütlichkeit, auch in Zukunft genießen zu können, bedarf es also alle 3,5 Jahre einer Feuerstättenschau durch den bevollmächtigten Bezirkskaminkehrermeister. Für ihre Sicherheit und der Umwelt zuliebe.